when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe, maybe, maybe. Krieg. Krieg ist immer gleich. Die Römer führten Krieg für Sklaven und Reichtum. Spanien errichtete ein Königreich aus Gier nach Gold und Territorium. Das zerstörte Deutschland wurde zu einer Wirtschaftsgroßmacht. Aber Krieg ist immer gleich. Selbst im 21. Jahrhundert wurde noch Krieg um Bodenschätze geführt. Nur wurde diesmal die Beute gleichzeitig zur Waffe. Erdöl und Uran. Wegen dieser Schätze marschierte China in Alaska ein, annektierten die USA Kanada und die Vereinigten Staaten von Europa zerfielen in zerstrittene Nationalstaaten, nur darauf aus, die letzten Bodenschätze der Welt zu kontrollieren. 2077 war der Schrecken des Weltkriegs zurückgekehrt. In nur 2 Stunden wurde fast der gesamte Planet in Schutt und Asche gelegt. Und aus der Asche der atomaren Zerstörung kämpfte eine neue Zivilisation ums Überleben. Einige schafften es, sich in halbwegs sichere, große unterirdische Vaults zu retten. Deine Familie gehörte zu denen in Vault 13. Sicher eingeschlossen hinter der riesigen Tür, unter massivem Felsgestein, lebt eine Generation, die nichts über die Außenwelt weiß. Doch nun wird sich das Leben in der Vault ändern. Und nach diesem kleinen netten Intro heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu Fallout. Ein postnukleares Rollenspiel der Firma Interplay und inzwischen gehören die Rechte Bethesda, aber nun gut, ne? Jedenfalls Rollenspiel. Ne? Ich habe das ja schon bei Sacred gesagt. Es gibt auch hier wieder eine kleine Rollenspielwarnung. Diese Rollenspielwarnung enthält so Sachen wie, ich werde viel vorlesen, dies ist kein Actionspiel. Und nicht so wie, keine Ahnung, bitte hier irgendein Actionspiel einfügen, das ist halt ein richtiges, klassisches Rollenspiel. Es gibt viele Texte zum Vorlesen, viele Leute, mit denen ich halt Dialogen führen werde. Viele Orte, die ich halt erkunden werde. Ich werde mir halt viel Zeit für alles nehmen. Und ja, gucken wir mal, wie weit das vorangeht. Also ich rechne jetzt halt auch schon damit, dass die erste Folge jetzt etwas länger gehen wird. Allein aufgrund der Charaktererstellung. Wir werden jeden einzelnen Stat vorlesen, um genau zu wissen, wofür ist der zuständig und alles. Und das ist jetzt anfangs erstmal wirklich sehr viel Text, sehr viel Information, der halt wirklich auf euch zukommen wird. Gerade halt für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Zudem werde ich dann halt, nachdem wir den Charakter erstellt haben, uns ein bisschen so mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Jetzt auch alles während der ersten Folge. Die erste Folge wird mit Sicherheit etwas länger. Von daher, ne, lehnt euch ruhig zurück, nehmt euch etwas Zeit, nehmt euch einen Kakao und ein paar Kekse und dann guckt die Folge. Ne, und ja, das könnte jetzt etwas länger dauern. Deswegen, wir starten einfach mal das nette Spiel. Ich habe das gespielt. Keine Ahnung, 97 kam es raus. Ich glaube, ich habe es 98, 99 mal angespielt. Damals halt noch als halbwegs kleiner Bub. Nichts verstanden, wollte einfach nur kämpfen. Ist vollkommen fehl am Platz in diesem Spiel. Und wenn du einfach nur kämpfen willst, dann kriegst du nichts mit. Weißt gar nicht, was du tun sollst. Und ja, dann irgendwann so Anfang 2000, glaube 2000, 2001, habe ich es dann tatsächlich durchgespielt. Nachdem ich halt mich auch so ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt habe, bisschen mehr alles gelesen habe.
Und das werden wir halt auch heute machen. Also ist auch für mich jetzt schon wieder echt ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Jetzt genug geredet drumherum, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Wir könnten jetzt hier theoretisch mit drei Anfangscharakteren, vordefinierten, halt anfangen. Wir können die auch eventuell nochmal ändern hier. Hier ist ein Ändern-Button. Aber ich will mir lieber eine eigene Figur erstellen. Weil so bin ich halt. Und dann haben wir dann hier das kleine Charakter-Erstellmenü. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie einen Charakter halt formen können in visuellen Ansicht. Einzige, was wir halt visuell machen können, ist halt, sind wir männlich oder weiblich. Wir sind natürlich männlich, also ich zumindest. Mein Name ist Mammut, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich mache so Videos auf YouTube. Und ich bin inzwischen ganze 27 Jahre alt. Heilige Scheiße. Ja, inwieweit das Alter eigentlich Auswirkungen hat auf das Spiel, ich weiß nicht, aber das, man kann es halt machen. So, da haben wir hier links auf der Seite erstmal die Grundstats. Die Grundstats sind ziemlich wichtig, weil sie halt nahezu alles halt bewirken auf dein Charakterverhalten und ähnliches. Deswegen fangen wir hier mit der Stärke an. Stärke. Rohe körperliche Gewalt, große Stärke ist für körperbetonte Figuren wichtig. Beeinflusst Trefferpunkte, Schaden im Nahkampf und Tragekapazität. Ne? Also das ist halt wirklich wichtig. Man muss sich halt immer im Klaren darüber sein, wofür dient denn welcher Stat, den ich dann hier vergebe. Es ist jetzt auch so, ich kann hier mal kurz mal wegnehmen, wir können hier nicht drüber gehen über 10. Ne? Also noch höher geht's nicht. Ich habe hier unten theoretisch noch weitere Figurenpunkte, quasi Stat-Punkte, die ich vergeben kann zu Anfang des Spiels. Ich kann nicht über 10 gehen. 10 ist schon halt das ultimative Maximum von Gedöns. Erinnert mich halt so ein bisschen an diverse Pen-and-Paper-Spiele. Wenn du da halt da einen Charakter stellst, kannst du auch nur bis zu einem gewissen Maximalwert halt Stats in diesen Wert halt vergeben. Und nicht irgendwie alle anderen Stats hier komplett auf 1 setzen und einfach nur Stärke gib ihm, ne? Das funktioniert nicht. Ne? Aber na gut. So, zweiter Stat. Wahrnehmung. Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen, zu hören, zu schmecken und wahrzunehmen. Eine gute Wahrnehmung ist zum Beispiel für Scharfschützen wichtig, beeinflusst Reaktions- und Distanzkampffaktoren. Auch ein sehr wichtiger Stat ist auch wichtig, wenn ich mich nicht irre, wenn wir jetzt einen Gegner looten oder sowas, also Gegenstände von einem Gegner halt einsammeln, dann können wir tatsächlich sogar noch etwas mehr finden, weil wir halt diese Wahrnehmung haben. Weil, keine Ahnung, da lag da halt in der Tasche noch ein Centstück. Gut, Centstück gibt's hier nicht, das ist eine andere Währung. Das sind Kronkorken, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Ausdauer. Kondition und Belastbarkeit. Eine Figur mit hoher Ausdauer überlebt, wo andere längst sterben. Beeinflusst Trefferpunkte, Resistenz gegen Gift und Strahlung, Heilung, Zusatztrefferpunkte pro Level. Charisma. Kombination aus äußerer Erscheinung und Charme. Ein ausgeprägtes Charisma ist für Figuren wichtig, die Menschen mit Worten beeinflussen wollen. Beeinflusst Reaktionen von inaktiven Figuren und Preise beim Handeln. Eigentlich finde ich persönlich halt so ein Stat, ja, fast vernachlässigt wird. Aber gut, da kann ich auch schon mal gleich halt nur drei machen, machen wir es halt auf dürftig, ist nicht schlimm. Mit einer finde ich persönlich der wichtigsten Stat im ganzen Spiel. Intelligenz. Wissen, Weisheit und schnelles Denkvermögen. Eine hohe Intelligenz ist für jede Figur wichtig. Beeinflusst Anzahl der neuen Fähigkeitspunkte pro Level, Dialogoption und viele Fähigkeiten. Na, und das ist so ein Wert, weiß ich, mache ich gleich erstmal auf 9, nicht auf 10, weil wir können teilweise die Stats später im Spiel halt nochmal minimal erhöhen. Ich glaube, wir können es, glaube ich, einen aussuchen oder irgendwie sowas war. Das ist lange her. Ne? Ich habe hier im Moment wirklich Halbwissen, ne, einfach mal reingestartet und mal gucken, was daraus wird, sozusagen. Ne, also ich habe jetzt nicht irgendwie vor, hier nochmal das Handbuch zur Hand genommen und sowas. Das habe ich jetzt nicht getan, aber halt, soweit ich mich erinnern kann, ist Intelligenz sehr, sehr wichtig, weil pro Levelanstieg können wir dann halt die Fähigkeiten, die wir hier rechts auf der Seite haben, wofür wir dann gleich nochmal hinkommen, können wir dann aufleveln quasi. Die anderen Stats hier werden halt nicht mit Levelaufstieg halt irgendwie noch berücksichtigt, sondern halt später irgendwie durch Spielaktionen und ähnliches. So, Beweglichkeit. Koordination und geschickte Bewegung. Eine hohe Beweglichkeit ist für jede aktive Figur wichtig. Beeinflusst Aktionspunkte, Rüstung, Reaktionen und viele Fähigkeiten. Und als letztes Glück. Schicksal oder Karma. Ein extrem hoher oder niedriger Glückswert wirkt sich auf irgendeine Art auf die Figur aus. Punkt. Ereignisse und Situationen ändern sich in Abhängigkeit davon, wie viel oder wie wenig Glück eine Figur hat.
eigentlich auch so ein Wert, auf den ich nie wirklich hundertprozentig Wert gelegt habe. Wir packen den auch mal bei 3 und den Rest, wir machen mal hier, ne, schon mal so ganz grob, gehe ich hier mal so hin, gucke mal, was mache ich denn hier und überall. Wahrnehmung finde ich immer noch sehr wichtig. Ausdauer finde ich wichtig, das ist wichtig. Warte mal, machen wir mal so. Machen wir mal. Wie wollte ich das denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Eventuell? Ja, guck ich später nochmal drüber. Erstmal rüber gucken, was nehmen wir denn später für Zusatzmerkmale und. Hier oben sehe ich dann halt jetzt schon, ich habe hier insgesamt Trefferpunkte. 34 Stück Trefferpunkte. Die Verletzungen, die deine Figur verkraften kann, bevor sie stirbt, wenn du 0 oder weniger Trefferpunkte erreichst, bist du tot. Vergiftet. Deine Figur wurde vergiftet. Die Wirkung des Gifts hält an, bis ein Gegenmittel gefunden wird oder es deinen Körper verlässt. Typisch Vergiftung. Verstrahlt. Deine Figur wurde erheblich verstrahlt. Je intensiver die Strahlung, desto tödlicher die Wirkung. Augenverletzung. Deine Figur wurde an einem oder beiden Augen schwer verletzt. Dies beeinträchtigt deine Fähigkeit Wahrnehmung. Armverletzung rechts. Der rechte Arm wurde schwer verletzt und ist nicht voll einsatzfähig. Ist ein Arm schwer verletzt, kannst du keine beidhändigen Waffen benutzen. Sind beide Arme schwer verletzt, kannst du gar keine Angriffe mit Waffen durchführen. Selber auch noch für den linken Arm. Beinverletzung. Deine Figur hat ein schwer verletztes rechtes Bein. Deine Figur hat ein schwer verletztes linkes Bein. Beinverletzung links. So, Rüstung. Beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass diese Figur getroffen wird. Also 5 Rüstungen schon von Anfang okay. Auch hier schön mit einem Vault 13 Schild. Also die Vaults, das sind quasi die Bunker in der Welt nach atomaren Explosionen, keine Ahnung was, siehe Intro. Ja? So, Aktionspunkte. Die Anzahl der Aktionen, die eine Figur durchführen kann, wenn sie am Zug ist. Erinnert mich halt auch an manche Tabletop-Rollenspiele oder sowas. Wo deine Figur halt auch eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten hat. Je nachdem, was für eine Aktion ausführst, wird es auch hier haben, dass es halt mehr Aktionspunkte kostet. Kommen wir auch noch später dazu beim Kampfsystem. Tragekapazität. Das Höchstgewicht der Ausrüstung, die deine Figur tragen kann, angegeben in Pfund. 200 Pfund ist okay. Schaden im Nahkampf. Der zusätzliche Schaden, den deine Figur im Nahkampf anrichten kann. Gerade mal 2, also nicht so viel. Verletzungsresistenz. Jede Verletzung wird um diesen Prozentsatz verringert. Die Verletzungsresistenz kann durch das Tragen einer Rüstung erhöht werden. Ne, derzeit halt bei 0, weil wir keine Rüstung haben. Giftresistenz. Jede Vergiftung wird um diesen Prozentsatz verringert. Strahlungsresistenz. Die Strahlung, der du ausgesetzt bist, wird um diesen Prozentsatz verringert. Die Strahlungsresistenz lässt sich durch die Art der getragenen Rüstung und Antistrahlenmittel beeinflussen. Reaktion. Legt fest, wie schnell deine Figur im Kampf reagieren kann. Heilung. Am Ende eines jeden Tages heilt deine Figur einen Trefferpunkt mit einem Heilungspunkt. Wenn du dich ausruhst, erfolgt die Heilung alle 6 Stunden. Kritischer Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, im Kampf einen kritischen Treffer zu landen, wird um diesen Prozentsatz erhöht. Also alles halt wirklich zu Anfang sehr geringe Werte. Ändert sich dann halt so im Nachhinein. So, hier drüben kommen wir einmal zu den Fähigkeiten. Wir können auch 3 Spezialkenntnisse halt haben. Das heißt, wir können hier eins von den Fähigkeiten hier da auch nochmal ein bisschen aufwerten. Und. Also halt, da bekommen wir dann einen kleinen Bonus. Oder so. Ja doch, wir bekommen einen Bonus halt jetzt, wenn wir es dann nicht auswählen. Dass wir halt sagen können, jo, wir sind da halt schon fast Experte drin und. Kleine Waffen. Basis 35% plus Beweglichkeit hier. Die Handhabung, Wartung und Kenntnis kleiner Feuerwaffen wie Pistolen, Klein-MGs und Gewehre. Große Waffen. Die Handhabung und Wartung richtig großer Waffen wie Kleingeschütze, Raketenwerfer, Flammenwerfer unter anderem. Energiewaffen. Kommen erst relativ spät im Spiel. Die Handhabung und Wartung von Energiewaffen, wie man Waffen lädt und bedient, die Laser- oder Plasma-Technologie benutzen. Sehr geile Waffen, aber leider viel zu spät. Ich meine, man kann sie auch relativ früh schon holen, wie ich herausgefunden habe, so über die Jahre, aber nee. Unbewaffnet. Braucht kein Mensch. Also, außer es gibt Leute, die spielen unbewaffnet, aber ich finde es, naja.
Egal, die klassische Handkante. Eine Kombination aus Karate, Boxen und anderen asiatischen Kampfsportarten. Der Kampf mit Händen und Füßen. Nahkampfwaffen. Die Verwendung von Nahkampfwaffen wie Messer, Vorschlaghammer, Speere, Knüppel und so weiter. Ist praktisch, vor allem am Anfang, aber eigentlich eher nicht so. Werfen. Auch nicht so unwichtig, später für Granaten. Das Werfen von Waffen aus eigener Kraft, zum Beispiel Wurfmesser, Speere und Granaten. Erste Hilfe. Zur Heilung kleiner Schnitt- und Schürfwunden sowie anderer kleiner Verletzungen. Mit der Fähigkeit Erste Hilfe können im gleichen Zeitraum mehr Trefferpunkte geheilt werden als durch Ausruhen. Arzt. Zur Heilung großer Wunden und schwer verletzter Gliedmaßen ohne diese Fähigkeit dauert es wesentlich länger, bis schwer verletzte Gliedmaßen wieder einsatzfähig sind. Schleichen. Unauffälliges Bewegen und die Fähigkeit unerkannt zu bleiben, im Erfolgsfall bist du schwerer ausfindig zu machen. Gleichzeitiges Laufen und Schleichen ist nicht möglich. Öffnen. Die Fähigkeit, Schlösser ohne den richtigen Schlüssel zu öffnen. Die Verwendung mechanischer oder elektronischer Dietriche steigert diese Fähigkeit erheblich. Stehlen. Die Fähigkeit, sich die Sachen anderer anzueignen, zum Bestehlen von Leuten oder... Was? Lokalitäten. Achso. Falle. Das Finden und Entfernen von Fallen sowie das Legen von Sprengsätzen. Wissenschaft. Beinhaltet eine Vielfalt von Hightech-Fähigkeiten wie den Umgang mit Computern und Biologie, Physik und Geologiekenntnisse. Wuppdidum. Reparieren. Die praktische Anwendung der Fähigkeit Wissenschaft. Das Reparieren defekter Geräte, Maschinen und elektronischer Bauteile. Also auch später oder zwischendurch immer wieder ganz nett wichtig. Reden. Die Fähigkeit, sachlich und effizient zu kommunizieren und dabei andere von der Richtigkeit seiner Position zu überzeugen. Die Fähigkeit zu lügen und dabei nicht erwischt zu werden. Handeln. Handel treiben und damit verwandte Aufgaben, die Fähigkeit, einen höheren Verkaufspreis und einen niedrigeren Einkaufspreis auszuhandeln. Spielen. Das Know-how und die praktische Kenntnis des Glücksspiels, Karten spielen, Würfeln und andere Glücksspiele. Habe ich nie gebraucht. Naturbursche. Praktisches Wissen über die Natur und die Fähigkeit, sich von den Gaben der Natur zu ernähren. Das Wissen über Pflanzen und Tiere. Jo, ne? Und dann gehen wir nochmal schnell in die Zusatzmerkmale und haben wir eigentlich den Leseteil schon mal erledigt. Weil die Zusatzmerkmale, die müsst ihr euch so vorstellen, das sind meistens Sachen, die halt nochmal uns einen Bonus geben, aber auch einen negativen Nachteil. Mensch, Mammut, lern dich auszudrücken. Na, also es gibt uns sowohl was Positives als auch was Negatives in den meisten Fällen. Ja, und deswegen schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel ist zweimal so schnell wie normal. Du bist daher gegen Strahlung und Gift weniger resistent. Dafür heilt dein Körper aber auch wesentlich schneller. Na, also halt, hier ist dann theoretisch, wenn ich da einen Haken reinmache, habe ich da überhaupt keine Resistenz mehr, aber dafür heile ich halt doppelt so viel. Na, aber nun gut, das ist halt etwas, das habe ich irgendwie auch nicht, nee. Schläger. Du bist zwar ein bisschen langsamer, dafür aber auch ein bisschen größer. Du schlägst nur selten, dafür aber richtig zu. Du hast insgesamt weniger Aktionspunkte, dafür bist du aber stärker. Na, wenn ich jetzt hier was reinmache, bekomme ich jetzt zwei Stärkepunkte oben drauf, aber auch Aktionspunkte verringern sich um zwei, Schaden im Nahkampf erhöht sich um zwei und so weiter. Und also ein Spaß. Kleiner Körperbau. Du bist zwar nicht so groß wie die anderen Vaultbewohner, aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Du kannst nicht so viel tragen, dafür bist du aber beweglicher. Einhändig. Eine deiner Hände ist bedeutend besser als die andere. Du bist hervorragend im Umgang mit einhändigen Waffen. Beidhändige Waffen bereiten dir allerdings Probleme. Ja, weiß ich nicht, weil ich weiß auch noch nicht, wie ich jetzt hier genau spielen werde. Das werde ich gleich nochmal überlegen. Treffsicher. Bei deinen Angriffen bist du sehr treffsicher. Du verursachst zwar nicht so viel Schaden, dafür landest du aber mehr kritische Treffer. Kamikaze. Du behältst in gefährlichen Situationen einen klaren Kopf und kannst daher schneller reagieren. Deine Rüstung ist im Wesentlichen deine Kleidung. Dafür bist du aber im Kampf reaktionsschneller. Also das wird halt unsere Rüstung halt komplett verringern. Aber reaktionsschnell ist an sich halt auch nicht verkehrt. Faustkämpfer. Du schlägst zwar härter, aber nicht besser zu. Deine Angriffe sind äußerst brutal, aber ihnen fehlt die Genauigkeit,
Du landest selten einen guten Treffer. Dafür richtest du aber im Nahkampf mehr Schaden an. Das ist quasi das Gegenteil zu Schläger. So ein bisschen Schnellschütze. Und du hast keine Zeit für gezielte Angriffe, da du überdurchschnittlich schnell angreifst. Die Verwendung von Waffen kostet dich einen Aktionspunkt weniger, was an sich auch nicht verkehrt ist, weil gerade, wenn man dann halt dann später Feuerwaffen verwendet und sowas, die brauchen halt mehr Aktionspunkte, als wenn ich dann irgendwie kleinere Waffen benutze. Wilder Kämpfer. Die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen Todes wirst. Verhext. Das Gute ist, dass alle um dich herum im Kampf böse Fehler machen. Das Schlechte ist, dass auch dir sowas passiert. Umgänglich. Du hast in deiner Jugend weniger Kampffähigkeiten erlernt, sodass du mit niedrigen Anfangswerten beginnst. Dafür sind deine Fähigkeiten Erste Hilfe, Arzt, Reden und Handeln besser ausgebildet. Anfällig. Du wirst leichter von den Präparaten, die du einnimmst, abhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist doppelt so hoch wie normal. Dafür erholst du dich aber auch schneller von den Nebenwirkungen. Stabil. Die Präparate, die du einnimmst, wirken auf dich nur halb so lange wie normal und die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist ebenfalls nur halb so hoch. Beides irgendwie so überhaupt nicht so für mich, naja, egal. Nachtmensch. Als Nachtmensch bist du dann in dein Element, wenn die Sonne untergegangen ist. Deine Intelligenz und Wahrnehmung sind nachts besonders gut, dafür aber tagsüber beeinträchtigt. Versiert. Du hast viel Zeit in die Ausbildung deiner Fähigkeiten gesteckt, sodass du mit höheren Anfangswerten beginnst. Dafür erhältst du weniger zusätzliche Fähigkeiten und nur alle 4 Level einen Bonus. Begabt. Du verfügst über mehr angeborene Fähigkeiten als andere. Daher sind alle deine Anfangswerte um einen Punkt höher, aber du verlierst am Anfang bei allen Fähigkeiten 10% und erhältst pro Level 5 Fähigkeitspunkte weniger. Dennoch ist das auf jeden Fall ein Zusatzmerkmal, das ich auf jeden Fall nehmen werde. Weil das ist nämlich schon ziemlich heftig. Man sieht es hier auf der linken Seite, wie sich halt da jeder Punkt um einen erhöht. Und das ist schon verdammt krass. Und auf der rechten Seite halt alles um 10 Punkte verringert. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, ist das nicht so schlimm, weil das sind Sachen, die kann ich halt später alle skillen. Und gerade halt dadurch, dass ich auf Intelligenz halt etwas gemacht habe, bekomme ich halt auch mehr Fähigkeitspunkte dazu, wenn ich halt dann Level Up habe. Dadurch wiederum ist halt hier jetzt, wenn ich jetzt hier und hält pro Level 5 Fähigkeitspunkte weniger. Ja, gut. Ja, also 5 Fähigkeitspunkte halt weniger. Das ist im Vergleich halt dazu, dass ich halt so viel Intelligenz habe, einfach nichts. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen will, oh mein Gott, das ist jetzt mega schlimm. So, habe ich schon mal ein Zusatzmerkmal. Dann kann ich jetzt nochmal ganz kurz hier drüber gehen und sagen. Achso, habe ich noch nicht ausgewählt. Jetzt habe ich es ausgewählt. Nein, doch, nein. War ausgewählt. Ich würde gern hier nochmal einen reinpacken. Hier nehme ich einen weg. Hier nehme ich auch einen weg. Das reicht, wenn das auf 3 ist. Da packe ich die 2 lieber hier nochmal in die Beweglichkeit. Und da habe ich so schon mal die Stats erledigt. Jetzt kann ich halt natürlich gucken, worauf will ich mich dann später spezialisieren. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn ich mit irgendwelchen kleinen Waffen halt hantiere. Es ist auch nicht verkehrt, wenn man Erste Hilfe hat. Und Reden ist an sich halt auch nicht verkehrt. Um halt später irgendwelchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Erste Hilfe ist sowieso immer gut, um dich zu heilen und so weiter. Arzt sollten wir wahrscheinlich später auch nochmal skillen. Oder mache ich lieber Arzt? Arzt oder Erste Hilfe? Ich glaube, wir machen Erste Hilfe. Ich glaube, das ist wichtiger. Mein Arzt ist natürlich auch gut, wenn ich jetzt hier irgendwie ein gebrochenes Bein habe oder ähnliches. Aber mal gucken. Ich habe mich jetzt für Erste Hilfe entschieden. Einfach mal, weil. Dennoch brauche ich halt ein zweites Zusatzmerkmal, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich kann jetzt nicht auf OK gehen, ne? Doch, oh. Ah, du bist da. Gut. Wir haben ein Problem. Ein großes. Der Steuerchip unserer Trinkwasseranlage hat den Geist aufgegeben. Wir können ihn nicht reparieren und die Anlage lässt sich nicht durch Notsysteme steuern. Kurz gesagt, wir haben bald kein Trinkwasser mehr. Kein Wasser, keine Vault. Er ist lebenswichtig für uns. Offen gesagt, ich glaube, du bist unsere letzte Chance.
besorg uns einen neuen Steuerchip. Wir schätzen, wir haben für 4 bis 5 Monate Wasser in der Vault. Bring uns den Chip. Auf deiner Karte siehst du eine zweite Vault. Geh am besten erstmal dorthin. Hey, pass gut auf. Okay? Okay. Mr. Knollennase. Damit betreten wir dann zum ersten Mal die Höhlen außerhalb des eigenen Walls. Und das wäre theoretisch das Spiel, aber ich habe mich da gerade nochmal zu irgendwas entschieden. Sorry dafür, wir machen das nochmal eben schnell im Schnelldurchlauf hier. Hallo, das sind Figuren, ja. Begabt hätte ich gern. Und weil ich es bin, brauche ich den wilden Kämpfer einfach für mehr Explosionen, mehr Gewalt und keine Ahnung was. Ne? Muss ja zu mir passen. So, jetzt ist ausgewählt, ne? Genau, weil es geht nicht mehr als 2. Das war mein Denkfehler. So, dann jetzt hier nochmal ganz schnell Charisma auf 3. Hier, zack, 3. Das war auf 8. Das war auf 9. 2 noch drauf, hier auch. Und da auch. Dann hier das Alter, zack. Männlich passt, Name, Mammut. Passt auch. Ne, und einfach, weil ich finde, ne, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt irgendwie dafür schon reicht oder nicht. Und deswegen, sorry dafür, aber jetzt haben wir es ja nochmal eben schnell im Schnelldurchlauf gemacht. So, habe ich jetzt begabt, wilder Kämpfer für, naja, gewaltsames Zerstören. Das muss ja auch zu mir passen, ne? Also, ne? So, jetzt hier nochmal, hallo Intro. Tschüss Intro. So. Damit sind wir wieder in einem Wort. So schnell kann es gehen, wenn man weiß, was man zu tun hat. So, jetzt in die ganz grobe Steuerung. Ich kann einmal meine Maus bewegen. Man sieht hier schon überall Hexagon und Gedönsdingens. Wenn ich mit einem Rechtsklick mache hier, dann habe ich hier so einen normalen Pfeilzeiger. Kann mir hier dann theoretisch alles ansehen. Wie hier zum Beispiel. Siehe Knochen, kann auch dahin gehen. Kann den gleich hier looten. Hatte Munition dabei und ein Messerchen. Ich habe zwar schon ein Messerchen, aber hey. Man weiß ja nie, ob man das noch gebrauchen kann. Dann gehen wir dahin. Ich will nämlich hier auch nochmal zeigen. Ich kann hier mit gedrückter linker Maus das hier auch gucken. Ne? Kann ich das angucken? Add. Du siehst Add. Hier unten steht das halt immer in den kleinen Log hier, was ich denn gerade tue, was gerade im Kampf passiert, was ich sehe und. Ne? Also, ich sehe Add. Add ist tot. Schön, dass ich weiß, dass es Add ist. Hier habe ich meine Tasche. Ich könnte aber auch hier unten meine Skills anwenden, die kann ich aber halt auch einfach machen, wenn ich auf den roten Knopf hier drücke. Dann kann ich nämlich zum Beispiel, keine Ahnung, Erste Hilfe auf ihn anwenden, wenn es gehen würde. Oder auch stehlen. Stehlen funktioniert, glaube ich, hier sogar. Es bringt, glaube ich, nicht wirklich was. Ja, dann öffnet sich halt auch das ganze Menü zum Looten und sowas. Und das sind halt quasi die Skills. Das Können, das keine Ahnung was, das, was man halt später alles nochmal irgendwie verbessern kann. Und. Also halt die aktiven Skills, es gibt halt auch noch die passiven Skills, die wir halt jetzt auch noch mitgeskillt haben und so weiter und so fort. Gut, so viel dazu. Das weitere Interface hier unten ist einmal hier diese ganzen grünen Punkte. Diese grünen Punkte sind im Prinzip die Aktionspunkte. Hier unten in der Dingens habe ich dann immer meine Waffe. Kann halt da immer hin und her switchen, kann halt auch hier in Kampfmodus gehen, kann hier in den gezielten Kampfmodus gehen, der mich halt einen Aktionspunkt mehr kostet und sowas. Ne? Also hier unten steht halt immer, wie viel diese Aktion kosten würde. Steht halt AP4 in diesem Moment. Die roten Gegner leuchten hier überall auf, das sind überall Ratten und sowas. Das sind halt alles potenzielle Gegner, die ich halt töten könnte. Wenn ich da gehe ich halt gleich nochmal im Kampf nochmal genau drauf ein. Hier unten habe ich. Hier kann ich meinen aktuellen Zug beenden. Also das Ganze ist halt rundenbasiert.
Oder halt, ich kann auch den Kampf beenden, was wir jetzt natürlich machen. Und dann gehen wir hier nochmal weiter irgendwo drauf ein. Der war zum Waffen hin und her switchen, meine ich. Inventar, da können wir uns erstmal hier so ein Messer anlegen. Ich glaube, das reicht hier, um die Gegner hier zu beseitigen. Das hier ist das Menü. Da haben wir hier eine Karte. Hier haben wir unsere Stats. Und hier dem sogenannten Pip-Boy, der noch nicht wirklich großartig installiert ist. Ne? Hier halt unsere Hauptaufgabe, Steuerchip holen, damit die Leute hier Wasser haben. 150 Tage haben wir noch. Ne? So, dann haben wir hier Status. Wir sind Volt 13. Suche einen Steuerchip. Okay. So, Karte können wir uns hier auch anzeigen. Nö, können wir nicht. Archive. Aufseherbriefing. Achso, das ist nochmal die Cutscene. Gut. Und dann können wir das hier beenden. Hier oben haben wir auch ein Datum. Wir haben aktuell den 5. Dezember 2161. Ich weiß nicht, ob das hier auch das Datum ist, wenn hier das Let's Play rauskommt. Und das hier ist die Uhrzeit. Kannst dich achte es hier zum Ausruhen. Ah, okay. Gut. Ich muss da selbst erstmal so ein bisschen nochmal wieder reinkommen, weil es echt ewig her ist. Gut, hier drüben haben wir einmal die große Vault-Tür. Diese mächtige Tür verbindet die Vault mit der Außenwelt. Und hier haben wir einen Steuerungscomputer. Du benutzt den Steuerungscomputer, den Türcomputer. Dein Zugriffscode wird vom Computer nicht erkannt. Weil, naja, die uns ausgesperrt haben. Gut. Ist natürlich nicht schlecht. Kann ich hier denn irgendwie Wissenschaft auf irgendwas anwenden? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ja irgendwas dazulernen. Aber hier tue ich das jetzt nicht. Ich kann ja auch nochmal Wissenschaft auf Ed anwenden. Vielleicht was über Menschen. Tue ich aber auch nicht. Nun gut, dann. Genau, der rote Punkt hier war tatsächlich hier zum Dingsen. Ich kann auch hier theoretisch halt meinen Rechtsklick halt dann einmal aufschwingen mit bestimmten Ort halt aussuchen, wo ich halt zuschlagen will. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir können aber auch wechseln auf Stoßen. Wir können auch. Ich kann hier theoretisch auch eine Waffe anlegen. Kann ich hier hin und her switchen. Kann hier sagen, ich habe hier eine Waffe. Ganz rechts davon habe ich hier ganz schmale Leiste, die anzeigt, wie viel Munition ich da noch drin habe. Und das ist halt so eine Sache. Ne, das dann für mich so zu erkennen. Und da kommt eine Ratte an. Oh, shit. Ich wollte jetzt auch nicht mit der Pistole darauf andenken. Deswegen, komm, wir machen einfach mal den Malenschwingen-Modus. Gucken mal, was wir da machen können. Achso, ja genau, ich muss hier die Waffe anklicken, dann muss ich da drauf. Gibt bestimmt auch irgendwie einen Shortcut dafür. Ich könnte jetzt F1 drücken dafür, aber ich lasse es. Bisher habe ich die Ratte nicht getroffen, weil ich so scheiße bin. Einmal gehauen, aber sie ist noch nicht tot. 4 Trefferpunkte habe ich gerade mal zugefügt mit dem kleinen Messerchen hier. Für die diversen Ratten hier will ich jetzt keine Munition verballern. Und ja, zwischendurch wäre die Ratte irgendwie dran gewesen. Hat sie aber irgendwie nicht gemacht. Ich weiß nicht genau warum. Ist halt so. So, nach so einem Kampf kann ich theoretisch halt einfach weitermachen halt im Kampf. Wenn halt andere Gegner noch in der Reichweite sind oder ähnliches. Ich kann aber halt auch einfach den Kampf beenden, wenn hier niemand von mir Aufmerksamkeit erregt hat. Einmal gehe ich hier nochmal ganz kurz hin. Ich werde das hier erstmal nicht anlegen, weil brauche ich erstmal nicht. So. Und dann werden wir jetzt erstmal die ganze Höhle ausrotten für die ganzen Erfahrungspunkte, weil jede dieser Ratten gibt 25 Erfahrungspunkte, was von Anfang eigentlich ganz nett ist. Einmal gehe ich hier ganz kurz in den Schwingmodus mit Zielen und warte, so draufhauen und dann könnte ich jetzt theoretisch halt aussuchen, worauf ich jetzt als erstes ziele. Weil es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Kampf. Beispielsweise, wenn ich später auf einen Menschen schieße oder sowas, wenn ich da auf den Kopf schieße, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich einen Volltreffer lande und all sowas. Und die ganzen Zahlen, die hier halt immer stehen, stehen halt dafür, wie hoch die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass ich da treffe. Standardmäßig schlägt er sowieso auf den Körper und hier macht das halt auch halt die höchste Trefferchance, deswegen werden wir das auch hier machen. Und braucht das jetzt aber auch nicht weiterhin zu machen. Es kann halt auch sein, dass sich die prozentualen
Dinger hier jetzt verändern, je nachdem, ob ich jetzt Stoßen oder Schwingen jetzt verwende. Ist jetzt aber aufgrund meiner geringen Nahkampfskills jetzt nicht so wirklich wow, ne? Aber es würde theoretisch funktionieren. Und die Sache ist halt nur die, wenn ich halt das mit Ziel mache, verbrauche ich halt einen Aktionspunkt mehr. Und ja, deswegen bleib erstmal dabei, gucke mal, wie das wird. Achso, brauche Aktionspunkte. Dann ist mein Zug immer vorbei. Mit zwei Aktionspunkten kann ich nicht wirklich viel machen. So. Ratte Nummer 2 ist down. Und wir gehen weiter. Mit Doppelklick kann ich hier auch rennen. Ist auch praktisch hin und wieder. Da kommt die nächste Ratte an. Also ich werde halt tatsächlich hier jede Ratte mitnehmen. Manche mögen sich darüber aufregen, würden sagen, es ist unnötig. Ist mir egal. Ich mache das so. Und dabei bleibe ich jetzt. Es gibt, meine ich, hier in der Höhle sowieso nicht so viel, was man machen kann. Außer halt irgendwie rausgehen. Aber nun gut. Kampf einmal beenden. Warte mal, kann ich nicht daran? Doch, kann ich. Ja, gut. Ratte hat angegriffen, hat aber daneben getroffen. Hier rechts habe ich auch nochmal meine Lebenspunkte. Es sind tatsächlich im Moment 39. Und drunter, ich glaube, das ist die Rüstung. Wenn ich mich nicht irre oder sowas. Ich weiß aber nicht mehr, wozu die zweite Zahl genau diente. Es ist alles sehr, sehr lange her. Oh, hat Stoßen tatsächlich einen Angriffspunkt, eine prozentuale höhere Chance? Ne, hat auch 47. Ja, wird aber. Solange wir die Ratten irgendwie umhauen und sie nicht uns, geht das ja. So, nächste Ratte hat von mir Kenntnis genommen. Wir stoßen auch hierzu. Muss der eigentlich immer draufklicken. Muss mich immer wieder an das ganze Kampfsystem hier ein bisschen gewöhnen. Daran, dass es halt auch rundenbasiert ist und alles. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Es ist halt wirklich ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ist echt unglaublich. Oh, ich wurde für 2 Trefferpunkte getroffen. Das Mistvieh hat mich tatsächlich gebissen. Ist doch nicht wahr. Gut. So, Ratte ist down. Wir gehen dahin, weil da ist noch eine. Ich hab dich gesehen, komm. Da ist sie. Ja, und auch die Ratte muss natürlich halt erstmal zu mir hinlaufen und deswegen auch erstmal Aktionspunkte dafür ausgeben. Auch die Gegner verwenden Aktionspunkte. Sie können nicht beliebig oft irgendwie was machen, wenn sie keine Aktionspunkte dafür haben. Das ist irgendwie schon ansatzweise nett überlegt, das Ganze. Ja, deswegen, so eine Ratte läuft immer zu mir hin und kann dann nicht mehr. Ist einfach zu viel für sie. Meine ist ja auch nur eine kleine arme Ratte. Wollen wir da hinstellen? Reicht nicht mehr für einen weiteren Angriff. Ja gut, das war natürlich fast wieder doof. Aber so bin ich. So, einmal attackieren. Zack. Und nochmal. Komm, jetzt trifft das Ding nochmal. Ich treffe diese Scheißratte nicht. Ist es nicht wahr? Na gut, mit einer Wahrscheinlichkeit, die unter 50% liegt, da kann es sogar sein, dass jeder zweite Schlag nicht trifft. Aber nun gut. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir können den Kampf wieder verlassen. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Weil hier in der Höhle sind jede Menge Ratten hier in dem Abschnitt. Den nehme ich alle mit für die Erfahrungspunkte. Oh, das Niederstrecken deiner Feinde erhält so 50 Erfahrungspunkte, hat es jetzt schon gebracht. Wow, wird ja immer besser hier. Eine Ratte, die doppelt so viel Erfahrungspunkte... Achso, nee, weil ich 2... Ach ja, 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 klar. Wenn ich 2 im Kampf besiege, natürlich addiert sich das Ganze halt auch. Ich habe mich gerade schon gefreut, aber halt dann wieder vergessen. Ach ja, ich habe 2 niedergestreckt. Da kommt irgendwo an, ist das... Ja, das ist sie, okay. Dann musst auch du mal sterben. Und ihr seht es halt hier zwischendurch, wie viele Ratten es hier noch sind. Also so 2-3 Minuten werde ich hier leider noch verbringen und die ganzen Ratten hier ausmerzen. Aber danach kommen wir dann halt auch wirklich einfach raus aus der Höhle hier
und können uns um wichtige Dinge kümmern. Ne, weil ist ja auch nicht so verkehrt. So, wieder Kampf verlassen. Gibt dafür, glaube ich, Enter ist das, glaube ich. Kann ja mal ganz kurz gucken hier. F1. Kampfzug beenden ist Leertaste und Kampf beenden ist Eingabetaste. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das aneignen werde. Erstmal muss ich mich sowieso darum kümmern, dass ich hier alle umhaue. Ne? So, gehen wir mal weiter. Die Ratten jetzt hier, die werden jetzt auch nicht durch irgendwie wilder Kämpfer hier Kriegerus verletzt. Weil, naja, es sind halt nur Ratten. Und wir sind ja auch tierlieb, ne? Das sieht man ja, deswegen ersteche ich ja jede Ratte, weil ich so tierlieb bin. Finde den Fehler. So, einmal nach da hinten hin, weil da sind natürlich auch nochmal ein paar. Ne, mit Restlichkeit kann ich das auch einfach nur hin switchen. Okay, das ist ja schön. Warte mal. Na, nee, gehen wir nicht hin. Wir lassen uns angreifen. Weil dann kommt nämlich die Ratte auf uns zu. Okay, greift uns eh an. Aber hat daneben getroffen. So, dann einmal attackieren. Und nochmal. Na komm. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo hier beim Text hier so überlesen, da stand da halt sowas wie, hier liegt wahrscheinlich überall Rattenkot oder sowas. Na, also, es wird halt da unten auch immer beschrieben, wie, was sieht mein Charakter? Wo befinde ich mich? Halt, ich weiß nicht, so um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen und alles. Ist wirklich sehr nett gemacht, das Spiel. Was man jetzt vielleicht erstmal nicht so sieht, weil ich nur Ratten bekämpfe. Wie gesagt, das ist weniger als der Anfang. Zum Eigentlichen kommen wir dann halt erst später. Ich habe ja auch extra gesagt, die erste Folge jetzt hier wird etwas länger. Einfach aus eben diesen Gründen. Weil halt jede Ratte halt zu töten ist jetzt nicht so das Spannendste. Das machen wir jetzt auch nicht das ganze Spiel über. Aber ich... Was? Quietsch? Ja, super. Und die Ratte hat doch so süß gequietscht. Ich könnte die jetzt theoretisch auch durchsuchen nach Rattenfleisch. Aber ich meine, die haben hier alle kein Rattenfleisch dabei. Noch nie gehabt. Zumindest ist es bei mir nicht vorgekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles so Tolles erwähnen soll. Ich glaube, vieles kommt halt wirklich so nach und nach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen hier beim Erwähnen. Wenn doch, dann werde ich das später irgendwann nachholen. Na, also auch wenn Fragen sein sollten, kann ich da vielleicht irgendwie in den Kommentaren da nochmal drauf eingehen. Und ja, dann mal gucken. Ach, die lebt ja noch. Finde ich okay. Na gut, wir haben auch nur 2 Schaden gemacht. So. Dann gehen wir mal. Ich glaube, jetzt haben wir alle Ratten. So, hier drüben. Kann ich ja auch nochmal kurz angucken. Habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Kommt der Charakter? Na, da liegen nämlich hier ein paar Knochenhaufen. Vielleicht ist da ja aus irgendeinem Grund irgendwas drin. Du siehst Knochen. Genauer angucken. Ein großer Haufen ausgebleichter Tierknochen. Zumindest glaubst du, dass es sich um Tierknochen handelt. Okay, und dann sehe ich hier nichts Ungewöhnliches, weil ich hier die Wand angeklickt habe. Na also, es lohnt sich eigentlich schon, immer wieder hier alles anzugucken. Und sowas eigentlich halt auch zu durchsuchen, aber ich meine, da hinten war eh nichts drin. Er würde mich wundern, wenn da jetzt was drin gewesen wäre. So. Im Westen siehst du ein Licht. Zum ersten Mal in deinem Leben erblickst du die Außenwelt. Weil wir haben ja das ganze Leben über in der Vault gehockt. Ja, die ganze Generation hing da einfach nur rum. Und jetzt zum ersten Mal geht's für uns in die richtige Welt. Und das totale Wasteland von Fallout. Ne, nach atomaren Anschlägen, keine Ahnung was. Wir sind jetzt hier auf der sogenannten Weltkarte. Im Moment haben wir wirklich nicht wirklich viel. Wir wissen halt nur aufgrund der Karte oder halt der Koordinaten, die uns der Aufseher da gegeben hat, dass Vault 15 hier in der Richtung liegt.
Was wir natürlich erstmal erreichen müssen, weil die ganze Karte ist noch eine ganze Ecke größer. Auch hier oben sehen wir dann halt jetzt, was für ein Tag und so weiter. Und im Jahr 2161, wir haben 150 Tage Zeit, wir müssen uns erinnern. Ja? Also ein bisschen Zeitdruck haben wir hinter den ganzen Dingen. Und ja, wir werden viel Zeit in das Spiel verbringen. Auch wenn es halt nur 150 Tage sind. Aber nun gut, wir reisen erstmal, wenn wir jetzt hier auf den roten Knopf drücken, Richtung Vault 15. Während dieser Reise können jederzeit zwischendurch einfach mal irgendwelche Zufallsevents passieren, dass mich da irgendwer hier anhalten will und bekämpfen will oder sowas. Das kann immer passieren. Ich hoffe aber nicht, dass es passiert, aber es kann passieren. Die Tage verstreichen natürlich. Und da sehen wir eine kleine Siedlung, wo ich natürlich erstmal anhalte. Willkommen in Shady Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffe weg, wenn du hier bist. Okay, okay. So, dann bin ich unbewaffnet. Mir geht es gut. Ich glaube, die sind dann jetzt auch sehr nett und freundlich zu mir. Aber ob sie das sind, erfahren wir dann halt erst in der nächsten Folge von Fallout. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei dieser etwas längeren Einführungsfolge. Und dann gucken wir uns mal in der nächsten Folge etwas näher in Shady Sands um. Bis dahin, viel Spaß auch noch.